momento, prego, la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant, s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation, conférence. Pronto? Ciao, Poppy! Adesso vi passo Chiara! Ihr Lieben, wir müssen einmal um die Erde. Das dauert etwas, denn die ist ganz schön groß. Es ist eine Telefonkonferenz, bei der ich einen geistlichen Impuls gebe, den wir dann alle gemeinsam leben. Anschließend berichtet meine Gefährtin Eli über all das Schöne, das im Laufe des Monats geschehen ist. Dann gehört alles allen. Es ist fantastisch, dabei zu sein. Und es ist eine Riesenfreude, fast größer als die Freude, die aus der Einheit kommt. Weil wir gewissermaßen dabei nicht nur die Einheit wie in der Kirche, sondern auch die Universalität erleben. Denn es gibt Beiträge aus der ganzen Welt. Wir rufen die Zonen auf und sie antworten mit Hallo, hallo, wie geht's euch? Großartig, wie in einer Familie. Das ursprüngliche Ziel war bekanntlich, uns auf eine heilige Reise zu begeben, auf den Weg zur Heiligkeit. Hallo zusammen. Guten Abend allerseits. Wir sind überglücklich, dieses Collegamento zu starten. Der Eröffnungsclip hat mich sehr bewegt, denn er bringt uns zurück zum Ursprung dieser Videokonferenz, die wir nun nach einigen Monaten wieder aufnehmen. Sie entspricht dem großen Wunsch, überall auf der Welt eine planetarische Familie zu sein und uns gegenseitig zu helfen auf unserem Weg der persönlichen und gemeinsamen Heiligkeit. Wir freuen uns deshalb riesig, wieder miteinander verbunden zu sein. Es ist auch eine schöne Fügung, dass in diesen Tagen hier am Internationalen Zentrum das Treffen der Verantwortlichen der großen Zonen weltweit zusammen mit dem Generalrat stattfindet. Nicht zuletzt deshalb ist jetzt in diesem Raum die ganze Welt spürbar zugegen. Es freut mich auch sehr, so viele junge Leute um mich herum zu sehen. Auch im Saal gibt es viele aus Italien. Wir freuen uns also, dass wir diesen Abend gemeinsam beginnen können. Hola, yo soy Marianela, una Gen 3 de la Argentina. Ahora estoy en el Centro Internacional y les damos una bienvenida a todos los hispanohablantes que nos siguen. Bravo. Bonjour, je m'appelle Louisiane, je suis une Gen 3 française et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Hallo zusammen, ich komme aus Westafrika und grüße euch in Yacouba, die Sprache einer Volksgruppe der Elfenbeinküste. Hallo, ich bin Cecilia und komme aus Ozeanien. Good morning, Oceania. Un saluto speciale alla Nouvelle Caledonia. Bene, grazie. Grazie, Margaret. Grazie di cuore per questo stupendo saluto. Danke, danke, Margaret, und danke für diesen weltumspannenden Gruß. Wir sind sehr gut gestartet. Ich bin Lorenzo Russo, ein Journalist und arbeite in der Kommunikationsabteilung. Hier ist auch meine Familie, meine Frau Maria und unsere Kinder Beatrice und Gabriele.
Ja, endlich ist die Videokonferenz wieder da. Zunächst möchte ich mich bei euch allen weltweit bedanken für die Ideen, Rückmeldungen und Beiträge, die in unserer Redaktion eingegangen sind mit dem Ziel, das Collegamento neu zu gestalten. Damit wollen wir sowohl Chiaras genialer Inspiration treu bleiben, als auch versuchen, heute in unserer zunehmend vernetzten Welt immer mehr Familie zu sein. Also beginnen wir unsere Reise mit zwei kürzlich stattgefundenen Events. Das erste ging vor wenigen Stunden zu Ende, das Economy of Francesco Global Event, live aus Assisi, der Stadt von Franziskus hier in Italien. Hunderte junger Unternehmer und Ökonomen aus weltweit 30 Städten waren zugeschaltet. Die Veranstaltung ist dem Denken und der Wirtschaftspraxis junger Menschen gewidmet, für eine Wirtschaft, die auf die Verletzlichsten Rücksicht nimmt, das Wohl des Planeten einbezieht und die einen globalen Wandlungsprozess anstößt. Ich empfehle euch die Website www.francescoeconomy.org, wo ihr alle weiteren Informationen zu diesem Event findet. Eine weitere Veranstaltung, die vor einer Woche stattgefunden hat, ist Traut euch, eins zu sein. Das Treffen der Bischöfe, Freunde der Fokularbewegung. 181 Bischöfe aus 45 Ländern waren online verbunden, aus 70 Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften wie Orthodoxe, Anglikaner, Lutheraner, Katholiken, Reformierte, aber auch Bischöfe aus altorientalischen Kirchen, um nur einige zu nennen. Hier der Eindruck von 5 Teilnehmern. Hören wir uns das mal an. Vor einiger Zeit sprachen wir darüber, was die Zukunft der Fokularbewegung bedeuten könnte im Bereich der befreundeten Bischofsgruppen. Dabei stellten wir als erstes fest, dass sich das ökumenische Panorama verändert hat, vor allem aufgrund von Schritten der Versöhnung zwischen den großen Kirchen. Als zweites haben wir gesehen, dass sich das Christentum bzw. sein Einflussbereich vom Norden in den Süden verlagert hat. Unsere Kirchen hier verlieren immer mehr Mitglieder, während sie in Afrika aufblühen. Und in Asien und Lateinamerika verzeichnen die verschiedensten Arten von Kirchen, traditionelle, pfingstliche, charismatische und unabhängige Kirchen, großen Zulauf. Guten Tag, guten Abend, wo auch immer Sie sind und egal wie spät es bei Ihnen ist, seien Sie hier unter uns herzlich willkommen. Wir hatten den Wunsch, das Netzwerk der Gemeinschaft zwischen Bischöfen verschiedener Kirchen zu erweitern. Und das ist bei dieser Begegnung passiert. Es haben sich Gruppen in Pakistan, in Uganda, in Südamerika gebildet. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich dieses Netzwerk ausweitet. Für mich gab es 3 wichtige Momente während dieser Veranstaltung. Zum ersten, dass wir alle miteinander verbunden waren, auch diejenigen, die sich über Zoom anschlossen. Das war sehr stark für mich. Das zweite war, als wir einen Text, den wir Pakt nennen, gelesen haben, wo wir sagen, deine Freude ist meine Freude, dein Schmerz ist mein Schmerz. Wir tragen sozusagen gegenseitig die einen das Kreuz des anderen. Das dritte war die Begegnung mit dem Papst. Ich fühlte eine sehr starke Einheit mit ihm. Angesichts der Schatten einer abgeschotteten Welt, in der so viele Träume von der Einheit platzen, in der ein Projekt für das Gemeinwohl fehlt und die Globalisierung ohne einen gemeinsamen Kurs voranschreitet, in der die Geißel der Pandemie droht, die Ungleichheiten noch zu verschärfen, ruft uns der Geist auf, habt den Mut. Die Freiheit, eins zu sein, wie es im Titel Ihres Treffens heißt. Sich trauen, eins zu sein, ausgehend von dem Bewusstsein, dass Einheit ein Geschenk ist.
Das Traut euch eins zu sein, das Geschenk der Einheit in einer gespaltenen Welt, war sehr wichtig und fruchtbar für alle teilnehmenden Bischöfe. Es war interessant, ein Bild zu vertiefen, das der heilige Johannes Chrysostomos verwendete. Er sagte, dass wir wie Bäume sind, die an einem Fluss gepflanzt sind. Wir können uns nicht aussuchen, wo wir stehen. Der Baum nimmt alle Nährstoffe auf, die für ihn wichtig sind, um zu überleben und um ein fruchtbarer Baum zu sein. Das Wort Gottes ist wie das Wasser. Wenn wir also von den Worten des Evangeliums trinken, werden wir bereichert und merken, dass miteinander zu sprechen und zusammen zu sein ein Geschenk Gottes ist. Das Geschenk der Einheit ist ein Geschenk Gottes für alle. Manche Leute fragen sich, was bringt es, wenn sich Verantwortliche der Kirchen oder Theologen auf theologischer Ebene auseinandersetzen oder Bischöfe zusammenkommen, um über theoretische und theologische Fragen zu diskutieren. Ich denke, dass unser Zusammenkommen, das gemeinsame geistliche Leben, das Hören auf das Wort Gottes und das gemeinsame Beten uns verändern. Und es verändert unsere Einstellung zueinander. Wir betrachten den anderen als Mitglied derselben Familie, der wir angehören. Es gab Epochen, in denen wir uns gehasst haben. Wenn wir einander lieben, verändert uns das. Es verändert unsere Gemeinschaften, unsere Kirchen. Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, will auch durch uns, die wir uns gegenseitig lieben, die Welt lieben und sie durch die Liebe verändern. Willkommen, Jesus. Wir haben gesehen, dass du an diesem außerordentlichen Treffen teilgenommen hast. Welche Perspektiven eröffnen sich jetzt? Wahrscheinlich ist es noch zu früh, um das, was passiert ist, angemessen zu beurteilen. Denn es war ein Ereignis, das muss betont werden, das wirklich historisch und prophetisch war. Man kann vielleicht sagen, dass ein erster Schritt getan wurde, um die sehr wichtigen ökumenischen Bischofstreffen der vergangenen Jahre auszuweiten auf ein ökumenisches Netzwerk von Bischöfen. Und das ist entscheidend für die Zukunft. Das wäre meines Erachtens ohne die weltweite Verbreitung der Fokularbewegung nicht möglich gewesen. Danke, Jesus. Du hast von Netzwerk gesprochen. Ich denke, dass dieses Netzwerk sehr wichtig ist, das über die Spaltungen und Verletzungen hinaus Zusammenhalt gibt. Nun haben wir Gelegenheit, Einblick in eine dieser Spaltungen zu erhalten, und zwar zwischen Völkern und Staaten. Gehen wir nach Afghanistan. Flughafen Kabul, Afghanistan, August 2021. Tausende Menschen fliehen aus dem Land auf der Suche nach Freiheit und einer Zukunft. 4.800 kommen in Italien an und eine kleine Gruppe wird in einer Einrichtung der Fokularbewegung untergebracht. Wir wollen von einer Freundschaft erzählen, die dies möglich machte. Die Freundschaft zwischen Costanza Quadrillo, einer italienischen Regisseurin, und den beiden afghanischen Schauspielern Basir Ahang und Mohammed Jan. Sie gehören zur Volksgruppe der Hazara, die seit vielen Jahren Opfer von Verfolgung ist.
Die Taliban waren dabei, Afghanistan zu erobern. Eine Provinz nach der anderen fiel in ihre Hände. Ich rief Costanza an, denn in diesen schwierigen Jahren war sie die Einzige, die ein offenes Herz für unsere Gemeinschaft hatte. Sie hörte uns zu, als niemand hören wollte, was wir zu sagen hatten. Costanza gehört inzwischen zu unserer Gemeinschaft. Sie ist eine von uns. Come io avevo attraversato i cadaveri degli Hazara uccisi dai talebani a Kandahar. So wie ich vor 20 Jahren auf meiner Flucht über die Leichen der Hazara laufen musste, die von den Taliban in Kandapush ermordet worden waren, so musste auch jetzt meine Schwester Nazarin über Leichen laufen, an jenem schrecklichen Tag, als sie vom Flughafen Kabul weglaufen musste. Nazarin ist die Einzige, die dort geblieben ist, denn am Ende konnten alle abfliegen, auch ihre Mutter und ihr Bruder Latif, der... Es ist normal, dass wir nicht alles retten können. Wir können nicht alle und alles wegbringen, aber für Menschen in Gefahr versucht man immer sein Bestes zu geben. Genau das hat Costanza getan. Sie hat unzähligen Familien geholfen, aus dieser Hölle von Kabul herauszukommen. Costanza und ich lernten uns ursprünglich bei der Arbeit kennen. Unsere Beziehung war zunächst nicht einfach, nicht wahr? Wir haben sehr intensiv gearbeitet. Wir haben einen Dokumentarfilm gedreht und anschließend auch einen Kurzfilm. Quando ho deciso di fare il documentario sui minori stranieri non accompagnati. Als ich beschlossen habe, einen Dokumentarfilm über unbegleitete ausländische Minderjährige zu drehen, war das ein uralter Wunsch seit meinem Jurastudium, eine Leidenschaft für die Rechte der Minderjährigen. Als ich dich, Jan, kennenlernte, hast du mir nie gesagt, dass du ein Hazara bist. Für mich war er einfach ein junger Afghane. Es hat mich beeindruckt zu sehen, wie dieser junge Mann sich immer für die anderen einsetzte. Obwohl auch er ein Hitzkopf war, also kein sanfter, ruhiger Typ. Er war ganz da und hatte diese Fähigkeiten: Aufmerksamkeit, Fürsorge und Achtsamkeit den anderen gegenüber, zum Beispiel wenn er ihnen den Tee brachte. Ich weiß nicht, ob sie sich daran erinnert. Sie sagte, ich bin ein Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Du bist für mich ein Bruder, du bist mein Bruder, also sind wir Geschwister. Wir sind Hazara, ein kleiner Teil dieser Menschheitsfamilie. Aber wir haben im Laufe der Jahrhunderte unseren Willen nicht verloren. Aus der Asche unserer Gebeine sind wir auferstanden und werden immer wieder neu auferstehen. Ich bin Basir in Mailand begegnet, als es sich abzeichnete, dass wir diesen Film tatsächlich machen können, von dem ich schon viele Jahre geträumt hatte. Mit zwei Leuten, die sich um das Casting kümmerten, machten wir uns in ganz Europa und auch weltweit auf die Suche und starteten damit in Italien.
Der erste, den ich kennenlernte, war Basir. Ich beschloss, vom Volk der Hazara zu erzählen, vom Völkermord an den Hazara, denn ich habe es durch Menschen kennengelernt, die in mein Leben eingetreten sind, da sich an einem bestimmten Punkt unsere Wege gekreuzt haben. Sie ist nun auch in unseren Gedanken und Herzen, denn sie hat etwas getan, was in all diesen Jahren, in diesem Jahrhundert, niemand für das Volk der Hazara gemacht hat, nicht wahr? Das ist so. Sie will das nicht wahrhaben, denn für sie gehört das zu ihrer Arbeit als Regisseurin. Aber uns hat sonst niemand zugehört. Wir haben es nicht geschafft, bekannt zu werden, der Welt unsere Geschichte zu erzählen. Ihr aber ist es in wenigen Jahren gelungen, in nur 16 Jahren über uns und unsere Geschichte zu berichten. Wenn wir anfangen, ein bisschen positiv zu denken, sehen wir, dass es in der Welt nicht nur viele Probleme, Gewalt und Leidensgeschichten gibt, sondern auch Menschen, auch Menschlichkeit. Alle Menschen sind Geschwister. Und wer versucht, die Mauern abzubauen, die wir über Jahrhunderte hinweg errichtet haben, um die Menschen in bestimmte Gruppen aufzuteilen? Wer es schafft, diese Mauer niederzureißen, der ist Teil der Welt, der Menschlichkeit. Chi riesce a rompere quel muro appartiene all'umanità. Wer es schafft, diese Mauer niederzureißen, der ist Teil der Menschheit, hat Basir gesagt. Wie oft stoßen auch wir tagtäglich in unseren Städten auf Mauern, vielleicht sogar, wenn wir an einer Ampel anhalten, wie in den nächsten Beiträgen aus Brasilien, Indien und Nepal. Während der Pandemie bemerkten wir auf den Straßen der Stadt viele Menschen mit Plakaten, die vor den Ampeln um Hilfe bettelten. Wir dachten uns, wäre es nicht besser, die Plakate durch etwas zu ersetzen, das der Würde dieser Menschen mehr entspricht? So kamen wir auf die Idee mit den Blumenstöcken. Im Mai wird ja bei uns Muttertag gefeiert. Warum also nicht an den Ampeln Blumen für die Mütter verkaufen? So hätten die Leute ein kleines Einkommen. Wenn sie Blumen verkaufen, bekämen sie Geld, um in einer Herberge oder der Unterkunft zu schlafen, statt auf der Straße. Es geht auch um ein Training im Umgang mit Finanzen. Wir bekommen für jede Pflanze, die wir überreichen, 50 Cent. Nur die Hälfte dessen, was die Pflanze wert ist. Die andere Hälfte decken wir durch Spenden oder Sammelaktionen. Ich würde sagen, wir sind ein Team, nicht wahr? Und alle, die mir helfen, angefangen bei den Freiwilligen der Fokularbewegung, spüren bereits eine starke Freude Gottes unter uns.
Diese Idee mit den Blumen war ein Geistesblitz und wie es scheint, war wirklich Jesus gegenwärtig zwischen mir und meiner Mutter, als wir diese Plakate gesehen haben. Aufgrund der Pandemie hatte ich keine Zukunftsaussichten mehr, sei es bezüglich Lebensunterhalt, Arbeitsstelle oder anderem. Dank dieses Projektes bin ich nun in Kontakt mit Menschen, kann meinen Unterhalt verdienen und zudem hier meinen Beitrag geben. Das ist sehr schön für mich. Ich sehe das so. All diese Menschen wollen beweisen, dass sie viel mehr wert sind, als ihre äußere Erscheinung zeigt. Unabhängig davon, ob sie auf der Straße leben oder nicht, sind sie alle wunderbare Menschen, in denen sehr viel steckt. Man muss ihnen nur eine Chance geben, so wie Lorenzo es gemacht hat. Ich zum Beispiel fühle mich richtig gut. Ich verlasse schon früh morgens das Haus, fröhlich aufgewacht, weil wir am heutigen Tag wieder unserer Aktivität nachgehen können. Wir sitzen im Kreis, machen Musik und unterhalten uns. Sie sagen uns, was sie dringend brauchen, ob Decken oder Kleider. Es herrscht also eine große Geschwisterlichkeit in unserer Gruppe. Unser Projekt hat bereits zwei weitere Städte in Brasilien erreicht, Belo Horizonte und Joinville. Die Idee dahinter, einen Samen zu legen, der sich in ganz Brasilien ausbreiten kann. The COVID pandemic is still raging on. There is a COVID-19 pandemic has stepped into the second calendar year. Wir leben nun bereits das zweite Jahr mit der COVID-19 Pandemie. In meinem Land wurden seither 35 Millionen Menschen angesteckt. Es ist also eine landesweite Gesundheitskrise, aber sie betrifft auch die mentale Gesundheit, diese physische Distanzierung. Es gibt auch eine andere große Krise, jene der Bildung, denn die Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen. Sie bilden die verborgene Seite der Pandemie. Diese Krise hat unzählige Dimensionen. Wir müssen deshalb alle zusammenstehen. Fast alle, mit denen wir in Kontakt sind, hatten einen Krankheitsfall in der Familie und waren in Schwierigkeiten. Es herrschte ein Gefühl der Hilflosigkeit, denn die Medikamentenvorräte gingen zur Neige und es fehlte an Krankenhausbetten und Sauerstoffflaschen. Einige Mitglieder unserer Gemeinschaft sind gestorben, da ihnen keine Mittel zur Virenbekämpfung zur Verfügung standen. Während einer unserer Online-Konferenzen war auch Erzbischof Felix Machado von der Diözese Vasai zugeschaltet, der sich jedoch an einem bestimmten Punkt entschuldigte und wegging. Während dieses Treffens erhielt ich nämlich einen Anruf. Ich wurde über die schwierige Situation in unserem katholischen Krankenhaus informiert, wo die Menschen sterben mussten, weil alle Reserven an Sauerstoffflaschen aufgebraucht waren und die Patienten beim Atmen nicht unterstützt werden konnten. Also mussten Leute sterben, weil sie nicht mehr atmen konnten. Das war für mich unerträglich. And I couldn't bear this. This cry couldn't be ignored. Dieser Schrei konnte nicht ohne Antwort bleiben. Mit riesigem Aufwand und dank der Unterstützung und Großzügigkeit von vielen konnten wir für 3 Krankenhäuser 17 Sauerstoffflaschen sowie einige EKG- und Beatmungsgeräte beschaffen. Es war uns jedoch wichtig, nicht nur die Finanzen dafür aufzutreiben, sondern auch die Techniker, um die Geräte zu installieren. Gott hat mir durch diese Gruppen, diese Bewegungen in der Kirche viele Freunde geschenkt. Ich bin deshalb der Fokularbewegung gegenüber sehr dankbar. Wissen Sie, wir können uns gegenseitig helfen. Einmal riefen wir spätabends verschiedene Krankenhäuser an, um ein Bett für jemanden aus unserer Fokulargemeinschaft zu suchen. I
felt very weak. Ich fühlte mich sehr schwach. So fingen wir an, Krankenhäuser zu kontaktieren, um herauszufinden, wo ein freies Bett zur Verfügung stand. Aber in diesem Moment gab es keine freien Betten. Ich konnte nicht einmal beten. Ich fühlte mich so hilflos, so niedergeschlagen. Doch die anderen beobachteten meinen Gesundheitszustand und ich bin sicher, dass auch sie beteten, dass ich schnell wieder gesund werde. Das hat mir geholfen, denn ich spürte, dass ich nicht alleine war. Es schien ein Ding der Unmöglichkeit. Uns blieb nur, um ein Wunder zu bitten. Am nächsten Morgen fanden wir ein Bett in einem guten Krankenhaus. In Mumbai wollte eine Gruppe junger Leute der Fokularbewegung etwas für die Bedürftigsten tun, deren Situation sich stark verschlechtert hatte und die sich schwer taten, jeden Tag wenigstens eine ausreichende Mahlzeit zu beschaffen. Diese Gruppe kocht deshalb ein- bis zweimal pro Woche Mittagessen und verteilt etwa 100 Lebensmittelpakete, auch an Menschen, die unter den Brücken leben. Diese Initiative hat auch Jugendliche der nahegelegenen Pfarrgemeinde angezogen. Die kleine Fokulargemeinschaft von Nepal ist in Kontakt mit den Fokularen in Indien. In Nepal war die Krise genauso alarmierend wie in Indien. Durch den Lockdown hat Nepal seine Haupteinnahmequelle verloren, den Tourismus. Zusammen mit Jo, einem Mitglied der Gemeinschaft in Nepal, konnten wir Geld sammeln vor Ort, aber auch durch Angehörige der Bewegung in verschiedenen Teilen der Welt. Damit konnten in Nepal Familien unterstützt werden, die in Not waren. Jo schrieb uns anschließend in einem Brief: Ich möchte mich wirklich bei euch allen für die Einheit bedanken, die wir erleben durften. Wir fühlen uns mit der Fokulargemeinschaft in der ganzen Welt stark verbunden. Ich denke, hier klingt das an, was auch wir in Indien empfinden. Die Pandemie hat uns wirklich die Möglichkeit gegeben, unseren Glauben zu leben, aber auch zusammenzuarbeiten zwischen Einzelnen, Familien und Einrichtungen, denn die Krise geht über die Regierungen hinaus. Die Welt muss sich vereinen. Hier ist das Zeugnis der Zusammenarbeit zwischen Fokularbewegung und Shanti Ashram ein großes Geschenk. Die beiden haben sich überall im Land abgesprochen und einander geholfen, haben konkret die Liebe gelebt. Ich weiß, dass am 2. Oktober die Videokonferenz stattfindet, der Geburtstag von Mahatma Gandhi. Ich denke, dass die ganze Fokularbewegung diesen Gedanken von Mahatma Gandhi umsetzen kann. Es genügt nicht, nur vom Glauben zu erzählen. Wir müssen ihn leben. Und wir haben ihn auf großartige Weise miteinander gelebt. Die Pandemie ist nicht vorbei. Beten wir also weiterhin und versuchen wir, inmitten von Krisen die Einheit zu stärken. Kümmern wir uns auch künftig um unsere Schwestern und Brüder. Hier bei uns ist Pasquale Ferrara, Botschafter und Professor für Institutionen und Prozesse politischer Integration am Hochschulinstitut Sophia in Lubjana. Willkommen hier bei uns, Pasquale. Hallo. Die Beiträge, die wir gerade eben gesehen haben, zeigen das Engagement für den Aufbau der Geschwisterlichkeit in unterschiedlichen sozialen, politischen und kulturellen Kontexten. Uns erscheinen sie oft nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein, angesichts der Dimension und Komplexität der heutigen Welt. Wie siehst du das? Zunächst einmal beeindrucken mich diese Berichte sehr, weil sie, so klein und begrenzt sie auch erscheinen mögen, in Wirklichkeit etwas sehr Tiefgreifendes enthalten und uns dabei helfen, das Narrativ der Welt zu verändern, die Erzählung, wie wir die Welt sehen. Oft fragen wir uns, welche Beziehung zwischen Menschen oder Gemeinschaften in ihrem Alltagsleben und den großen internationalen Krisen und der internationalen Politik besteht. Es ist klar, dass zum Beispiel Konflikte das Leben der Menschen negativ verändern. Aber wir sind uns nicht bewusst, dass auch das Leben der Menschen Konflikte verändern kann.
però non riflettiamo anche sul fatto che la vita delle persone può cambiare i conflitti. Oggi appunto si celebra heute, wie gesagt, feiern wir Mahatma Gandhi, ein großes Vorbild aus der Geschichte. Auch in der internationalen Politik wird uns immer mehr bewusst, dass die großen Fragen nicht einzig auf die sogenannte Geopolitik zurückzuführen sind, etwas sehr Abstraktes und Unpersönliches, sondern dass die internationale Politik auf einer Mikrobeeinflussung durch Gesten und tägliche Entscheidungen von Menschen und Gemeinschaften beruht. Der Fall Afghanistan beispielsweise, den wir gesehen haben, ist sehr deutlich. Denn mehr als die internationale Sicherheit in einer Welt, in der die Großmächte zerstritten sind, zählt die menschliche Sicherheit. Das heißt, die Hoffnungen, Erwartungen, Bedürfnisse und Tragödien der Menschen. Das beweist, dass die internationale Politik tatsächlich auf den Entscheidungen beruht, die wir tagtäglich in unserem Leben treffen. Da kommt mir die Frage, trotz der Bemühungen vieler gibt es immer noch unzählige Mauern und Spaltungen. Wie weit ist die Einheit heute gediehen? Worauf sollten wir uns deiner Meinung nach vor allem konzentrieren? Natürlich gibt es neue Polarisierungen und Spaltungen in der Welt. Ich glaube, dass einige davon das Ergebnis eines fehlenden Bezugs zur Realität sind. Wir alle sind weltweit mit der Pandemie konfrontiert. Und es gibt den sogenannten Impfstoffnationalismus, während wir stattdessen alle zusammenarbeiten sollten, um die Pandemie zu bekämpfen. Es gibt auch Staaten, die sich Teile des Meeres aneignen, welches ein planetarisches Gemeingut ist. Der springende Punkt in der internationalen Politik ist heute sicherlich, wie das schon immer war, der sehr schmale Grat zwischen Frieden und Krieg. Aber der Knackpunkt, um zu verstehen, was da geschieht, ist die Inklusion oder die Exklusion. Die Mauern sind nicht die Ursache, sondern die Folge, leider. Und wovon? Davon, dass auch in der internationalen Politik der Respekt und die Wertschätzung für die Vielfalt verloren gegangen ist. Daraus ergeben sich viele Probleme. Im Englischen gibt es den Ausdruck der like-minded countries. Das heißt, der Staaten, die ähnlich denken. Man nimmt an, und das tun auch wir manchmal, dass die Völker immer mehr zur Einheit finden, je mehr sich ihre politischen und sozialen Systeme ähneln. Das ist falsch und auch illusorisch. Vielfältigkeit ist die Blüte der Menschheit. Wir alle haben die Erzählungen vom Turmbau zu Babel gelesen und manchmal erscheint uns die Vielfalt als etwas Negatives. In Wirklichkeit ist die Vielfalt, in diesem Fall die Vielfalt der Sprachen, ein Reichtum. Ich bin der Überzeugung, dass wir von dieser Achtung der Vielfalt ausgehen müssen, um Einheit aufbauen zu können. Ganz herzlichen Dank, Pasquale. Ich möchte nun auf Margaret zurückkommen. Pasquale sagte, Vielfältigkeit ist die Blüte der Menschheit. Auch du bist in deinem Leben auf Mauern gestoßen, aber du hast auch eine große Erfahrung, wie Wunden geheilt werden können. Ich möchte euch gerne etwas Persönliches mitteilen, bevor ich diese Frage beantworte. Vor einigen Tagen wurde mir bewusst, dass es 40 Jahre her ist, seit ich meine Heimat, das Heilige Land, verlassen habe, um diesem Weg der Einheit zu folgen. Ich war 19 Jahre alt und spürte, dass Gott mich rief. Im Land, wo ich geboren wurde, gab es viel Ungerechtigkeit, Mauern, Menschen, die sich hassten und Uneinigkeit auf allen Ebenen. Deshalb wollte ich mein Leben für die Einheit einsetzen. Ich spürte, dass ich meine Leben für die Einheit einsetzen wollte.
Es ist also genau 40 Jahre her, als ich im Alter von 19 Jahren allein mein Land verließ. Ich sage mir, was für einen Mut ich damals hatte. In einer arabischen Gesellschaft, vor 40 Jahren, als Mädchen allein mit meinen Koffern nach Italien zu reisen. Es war wahrscheinlich meine zweite Auslandsreise und deshalb ein Abenteuer. Aber ich war fest davon überzeugt, dass dies der Weg ist, die Wunden der Menschheit zu heilen. Deshalb habe ich alles verlassen und bin Chiara auf diesem Weg gefolgt. Diese soeben gezeigten Berichte haben mir bestätigt, dass es sich lohnt, für die Einheit zu leben. Das Geheimnis eines Lebens für die Einheit ist auch sehr einfach. Jeden Bruder und jede Schwester, jeden Nächsten zu lieben. Chiara sagt genau das in dem kurzen Text, den wir nun hören werden. Worin besteht unsere Heiligkeit? Worin besteht unsere Bekehrung, unsere Umkehr zu einer anderen Welt? In der Liebe zum Nächsten. Als ich darüber nachdachte, sagte ich mir, Margret, es sind 40 Jahre vergangen, seit du abgereist bist, allein und mit diesem Vorhaben. Es waren die ersten Jahre, in denen Chiara von dieser gemeinsamen Reise, von dieser heiligen Reise sprach. In Anbetracht dieser 40 Jahre frage ich mich, wo stehe ich? An welchem Punkt bin ich? Und ich habe Mut gefasst, als Chiara sagte, starten wir heute, als wäre es der erste Tag. Früher war ich allein, aber jetzt sind wir viele, überall auf der Welt, die sich gemeinsam auf diesen Weg machen, um die Nächsten zu lieben. Hören wir also diesen kurzen Text von Chiara bei einem Collegamento von 1983. Prima. Alle unsere Pflichten sind darin zusammengefasst, unseren Nächsten beizustehen. Das bestätigt auch ein Wort aus der Schrift, das in uns besondere Resonanz findet. Das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Galater Kapitel 5, Vers 14. Streben nach Heiligkeit bedeutet demnach, unsere ganze Aufmerksamkeit und Energie auf die Liebe zum Nächsten zu richten. Es gilt für uns weniger, einen Fehler nach dem anderen auszumerzen, sondern vielmehr an die anderen zu denken und uns selbst zu vergessen. Wer den Nächsten liebt und im anderen lebt, merkt bald, dass in Wirklichkeit nicht mehr er lebt, sondern Christus in ihm. Galater Kapitel 2, Vers 20. Jesus lebt in seinem Herzen. Und wer ist Jesus? Er ist die Heiligkeit. In ihm finden wir die Heiligkeit. Sie wächst in uns durch die Liebe, als Konsequenz der Liebe. Nur so können wir die Heiligkeit erreichen. Wenn wir sie dagegen um ihrer selbst willen suchen, erreichen wir sie nie. Deshalb, Liebe sein, nur dies. Verlieren wir alles, auch eine eventuelle Fixierung auf die eigene Heiligkeit, damit wir ganz Liebe sein und eines Tages Maria unsere Heiligkeit zum Geschenk machen können. Starten wir heute, als wäre es der erste Tag unserer Revolution der Liebe, der erste Tag unserer heiligen Reise. Denken wir an nichts anderes, denn in der Liebe ist alles enthalten.
leben wir in der ständigen Bereitschaft, jeden Nächsten wie uns selbst zu lieben und uns in seine Situation hineinzuversetzen. Nun kommt der Moment des Abschieds. Doch machen wir es so, wie Chiara es sagte. Starten wir diese heilige Reise, unsere Revolution, als wäre es der erste Tag, als eine Familie. Vielen Dank allen, die heute live mit dabei waren. Diese Videokonferenz ist auf unserem YouTube-Kanal des Collegamento abrufbar. In den nächsten Tagen werden dort auch die Gesamtausgaben in den anderen Sprachen hochgeladen, insbesondere diese Berichte, die wir gesehen haben. So könnt ihr die verschiedenen Clips in den sozialen Netzwerken oder mit anderen Personen teilen. Außerdem wird nun eine Liste eingeblendet mit den Veranstaltungen der nächsten Monate, die wir gemeinsam mitverfolgen können. Keine Angst, ihr müsst sie euch nicht merken. Sie sind morgen auch auf unseren Facebook-Seiten des Collegamento sowie auf der Internetseite focolare.org zu finden. Die nächste Videokonferenz findet am 27. November um 12 Uhr mitteleuropäische Zeit statt. Auf Wiedersehen und bis bald.